Hallo miteinander und willkommen zu einem weiteren wundervollen Video. Heute wieder mit einem natürlich kochen Basics Video und mit dem Teil 2 von den feinen Aufstrich. Einmal haben wir heute Aufstrich aus Mandeln, einmal Aufstrich aus Sonnenblumenkernen, einmal Aufstrich aus Hanfsamen, Aufstrich aus Kürbiskernen und zum Schluss Special Aufstrich aus Oliven. Im heutigen Video zeige ich euch jeweils eine Kreation nur mit dem jeweiligen mit jeweiligen Nusssamen oder halt eben mit der Oliven. Optimal, ihr macht natürlich dann eure eigene Kreation daraus. Vor allem jetzt auch bei den Samen und bei den Nüssen ist es am feinsten, finde ich, wenn man die nachher mixt. Also wenn man halb Mandeln, halb Sonnenblumenkerne macht oder halb Hanf, halb Kürbiskerne. Ich zeige euch heute, wie es aussieht oder wie es wird, wenn ihr wirklich nur etwas nehmt, dass man wirklich schön auch die Eigenschaften sieht von den jeweiligen Samen, Kernen, Nüssen. Dann kommen wir jetzt schon zur ersten Kreation. Aufstrich aus Mandeln. Dafür brauchen wir einmal Mandeln. Die lege ich vorher in Wasser ein, ideal über Nacht, also mindestens 8 Stunden. Wenn ihr es nicht so lange macht, auch ein paar Stunden ist schon super. Und wenn ihr es gar nicht eingelegt habt, dann tue ich es einfach im Mixer mit etwas heißem Wasser. So wird es auch wirklich von der Konsistenz her sehr gut. Aber eben optimal, man weicht es ein, man legt es ein in Wasser. Dann brauchen wir noch Olivenöl, Wasser. Ich kann es gerne etwas frisch. Darum nehme ich noch eine Zitrone. Eine halbe Zitrone, besser gesagt. Den Saft von einer halben Zitrone. Salz, Pfeffer. Und Gewürz. Ich nehme etwas Isop und frische Ingwer. Da könnt ihr natürlich auch Ingwerpulver nehmen oder eure eigenen Gewürze. Mandeln sind wirklich sehr neutral vom Geschmack. Das heisst, zu Mandeln passt wirklich praktisch fast alles von den Gewürzen. Als erstes gießen wir das Wasser, indem wir es eingelegt haben, ab. Wenn wir das Wasser abgegossen haben, dann geben wir die Mandeln in einen Hochleistungsmixer. Alternativ könnt ihr natürlich auch Stabmixer nehmen. Das geht auch, ist natürlich ein bisschen schneller beim Hochleistungsmixer und wird ein bisschen cremiger. Aber mit einem Stabmixer würdet ihr einfach einen hohen Messbecher oder eine hohe Schüssel nehmen und dort reingeben. Dann geben wir das Olivenöl rein. Vom Olivenöl brauche ich ungefähr 4 bis 5 Esslöffel, wie auch schon beim letzten Aufstrichvideo. Ich mache das immer nach Gefühl. Ihr könnt das natürlich auch abmessen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Spielt keine Rolle. Macht es ein bisschen geschmeidiger, das Öl oder das Fett. Und dann haben wir hier noch, brauche ich noch ein Messer. Dann gebe ich noch den Saft von einer halben Zitrone rein. Ein bisschen für die Frische. Ein Teelöffel Salz. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Isop. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr hier natürlich auch ein beliebiges anderes Gewürz reingeben, zum Beispiel Oregano, Majoran ist auch sehr fein, Dill ist auch sehr fein. Alles sehr empfehlenswert und natürlich unsere frische Ingwer. Ihr könnt natürlich auch Ingwerpulver nehmen. Frisch ist, finde ich, immer noch ein bisschen feiner geschmacklich beim Ingwer. Ich tue da hier reinraffeln. Duftet schon wunderbar.
Wenn wir alle unsere Gewürze und das Öl im Mixer haben, dann geben wir noch etwas Wasser dazu. Da ist jetzt wichtig, dass man nicht zu viel Wasser dazu gibt. Einfach so, dass sie nicht ganz bedeckt sind, die Mandeln. Man kann dann Schritt für Schritt immer noch etwas mehr reingeben, aber gerade eben bei so grossen, bei so etwas Grossem wie Mandeln ist es besser, wenn man nicht zu viel Wasser reingeht, weil wenn es zu viel ist, dann gibt es teilweise Mandeln, die nicht richtig gemixt werden und dann noch größere Stückchen, die drin bleiben. Dann mixen wir das Ganze zuerst mal auf der niedrigen Stufe. Und sobald es nicht mehr wirklich weiter mixt und etwas stecken bleibt, geben wir noch mal etwas Wasser dazu. Das ist auch der ideale Zeitpunkt, um schnell den Aufstrich abschmecken, einfach ob es genug Salz dran hat, genug Gewürz dran hat. Und eventuell, wenn es noch nicht gut ist, von der Würze her, dort noch mal etwas nachwürzen. In meinem Fall finde ich es super. Also in diesem Fall stoche ich hier noch mit dem Löffel ein bisschen stochern, dass das Wasser auch bis nach unten kommt. Tendenziell können wir hier fast noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, reingeben. Und dann mixen wir das Ganze nochmal auf der hohen Stufe. Dann probieren wir das Ganze mal schnell, ob es von der Konsistenz her schon nach unseren Wünschen ist. Richtig schön cremig schon. Richtig schön frisch. Von der Zitrone und dem Ingwer. Also in meinem Fall finde ich das tipptopp so. Ich zeige euch hier schnell das Ergebnis. Sehr schön geworden. Dann geben wir den Aufstrich entweder in so eine Schüssel oder auch in ein Gläschen. Hier kann man den Aufstrich auch für einige Tage im Kühlschrank behalten, im Gläschen. Und geben das mal hier rein. Wir sehen, konsistenzmässig wirklich gut geworden, richtig schön cremig, aber trotzdem so streichbar, perfekt auch eben fürs Brot zum Beispiel. So, jetzt teste ich den feinen Mandelaufstrich noch. Wie schon gesagt, konsistenzmässig bin ich beeindruckt. Er ist wirklich super geworden. Ich habe mir hier ein paar Pancakes gemacht. Als Test. Super. Fein. Richtig toll geworden, der Aufstrich. Dann kommen wir zur zweiten Kreation. Aufstrich aus Sonnenblumenkernen. Die Sonnenblumenkernen tue ich vorher auch ein bisschen in Wasser ein. Muss man aber nicht zwingend machen. Hier reicht es, wenn ihr das für ein paar Stunden einweicht. Und ansonsten könnt ihr das auch direkt zum Aufstrich machen. Wir brauchen noch Olivenöl, 4 bis 5 Esslöffel, Salz, Pfeffer. Ich nehme gerne noch ein bisschen Zitrone für die Frische. Und Gewürz, ich nehme Peterle und Dill. Ihr könnt hier aber natürlich auch ein beliebiges anderes Gewürz nehmen. Sonnenblumenkerne sind auch recht neutral. Ich finde, es schmeckt auch sehr fein mit Majoran und Oregano. Oder mit Paprika und ein bisschen Chili drin. Als erstes tun wir das Wasser, in dem wir es eingelegt haben, abgießen. Dann geben wir die Sonnenblumenkerne in einen Hochleistungsmixer. Alternativ könnt ihr hier natürlich auch einen Stabmixer nehmen, das geht auch.
Mit dem Stabmixer geht es einfach etwas länger und man bekommt es meistens nicht so schön cremig an, wie wenn man es im Hochleistungsmixer macht. Mit dem Stabmixer würde ihr einfach einen hohen Messbecher nehmen oder eine hohe Schüssel und es dort reingeben und dann dort drin mixen. Dann geben wir das Olivenöl rein, 4-5 Esslöffel. Ich mache das einfach nach Gefühl. Ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr spielt auch keine grosse Rolle. Desto mehr Fett mit drin, desto geschmeidiger wird es. Ein Teelöffel Salz. Ein bisschen Pfeffer. Die Gewürze. Auch hier mache ich einfach ein bisschen nach Gefühl. Tendenziell vielleicht so ein Teelöffel bis ein Esslöffel, je nachdem wie viel Gewürze ihr habt und wie würzig ihr es gerne habt. Ich habe gerne genug Gewürze drin, dass es eine schöne Würzigkeit hat. Dann gebe ich noch die halbe Zitrone dazu. Das ist wirklich, das gibt ein frisches Aroma, das ein bisschen zitronig schmeckt. Wenn ihr das nicht so gerne habt, dann könnt ihr die Zitronen auch weglassen. Gerade mit Dill finde ich es aber mega fein, das Frische. Beim letzten Aufstrich-Video war es der Erbsenaufstrich mit Dill und Zitrone, der super geworden ist. Zu guter Letzt geben wir noch ein bisschen Wasser dazu. So, dass es nicht ganz bedeckt ist, die Sonnenblumenkerne. Wir können dann nach und nach ein bisschen mehr Wasser dazugeben. Aber am Anfang tue ich immer gerne nicht zu viel Wasser rein. Und dann mixe ich das Ganze bei der niedrigsten Stufe. Bis es nicht mehr weiter mixt und ein bisschen stecken bleibt. Und dann ist der ideale Zeitpunkt, um es abschmecken, schauen, ob es genug würzig ist. Ich finde es ideal. Dann gebe ich noch mal ein bisschen Wasser dazu. Und stochere hier ein bisschen, dass das dann auch sicher gut mixt. Und dann mixe ich das Ganze nochmal auf der hohen Stufe, um wirklich die ideale Cremigkeit zu erreichen. So, jetzt glaube ich, ist das gut. Ich probiere das Ganze nochmal schnell. Wunderbar, die Cremigkeit. Ich denke, es hilft wirklich schon, dass ihr das wirklich vorher einweicht, um wirklich die optimale Cremigkeit zu erreichen. Ich zeige euch das noch schnell. Dann füllen wir den Aufstrich ab, entweder in eine Schüssel oder in ein Gläschen. Im Gläschen könnt ihr es wirklich auch ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren, diesen Aufstrich. Um den feinen Aufstrich zu probieren, habe ich mir hier ein paar Pancakes gemacht. Anhand denen ich das probiere. Super. Mega fein. Super cremig, der Aufstrich. Und ist sogar noch ein bisschen grün geworden. Licht vom Dill und von der Petersilie. Jetzt kommen wir zur dritten Kreation. Aufstrich mit Hanfsamen. Ich nehme dafür halb geschälte Hanfsamen, halb nicht geschälte Hanfsamen. Ihr könnt natürlich aber auch nur nicht geschälte oder nur geschälte nehmen. Wenn ihr nur geschälte Hanfsamen nehmt, dann müsst ihr es nicht einlegen. Ich nehme jetzt aber ja, ungeschälte rein. Das heisst, ich tue es auch vorher in Wasser einlegen. Und zwar beide
das macht ihr am besten auch über Nacht, 8 Stunden, weil nicht geschälte Hanfsamen, bei denen habe ich es auch lieber. Und es ist auch dann cremiger beim Aufstrichen, wenn man es wirklich vorher genug früh einweicht. Man kann es aber eben problemlos auch mit nicht geschälten machen. Und dann kann man die auch problemlos auch direkt rein tun. Dann brauchen wir Olivenöl, 4-5 Esslöffel, Salz, Pfeffer, Gewürz. Ich nehme Paprika und ein bisschen Chili. Und Zitrone. Ich habe einfach gerne Zitronen, gerade bei so Samen und Kernen aufstrichen. Zitronen könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr es nicht gerne so mit dem frischen Zitronenaroma habt. Als erstes geben wir den Hanfsamen in einen Hochleistungsmixer. Ihr könnt es natürlich problemlos auch mit einem Stabmixer machen. Beim Stabmixer würdet ihr das einfach in einen hohen Messbecher oder eine hohe Schale geben und dort mixen. Dann gebe ich das Olivenöl rein, wie schon gesagt, 4-5 Esslöffel. Ich mache das einfach nach Gefühl. Hier spielt es auch keine Rolle, ob es etwas weniger oder etwas mehr ist. Desto mehr Fett drin hat, desto geschmeidiger wird es. Gib einen Teelöffel Salz rein. Und meine Gewürze. Bei den Gewürzen mache ich das einfach so nach dem Gefühl. Je nachdem, wie viele Gewürze ihr nehmt, könnt ihr natürlich auch problemlos etwas anderes nehmen, wie Paprika und Chili. Schmeckt auch sehr fein mit orientalischen Kräutchen oder mit mediterranen Kräutchen. Ich gebe hier, würde sagen, zwischen 1 Teelöffel und 1 Esslöffel von jedem Kräutchen rein. Natürlich Chili ein bisschen weniger. Und dann gebe ich noch eine halbe Zitrone rein, respektive den Saft von einer halben Zitrone rein, für die Frische. Ich finde einfach bei Samen und Kernen, die haben alle ein recht, außer Mandeln, haben sie alle ein recht intensives Aroma. Und ich finde, ein bisschen Zitrone und die Frische, die tut das wirklich ausgleichen. Darum habe ich das so gern. Aber eben, wer nicht so gern ein bisschen frischen Zitronengeschmack drin hat, kann das auch weglassen. Und zu guter Letzt geben wir dann noch ein bisschen Wasser rein. So, dass das nicht ganz bedeckt ist. Wir können dann Schritt für Schritt nachher trotzdem noch ein bisschen mehr Wasser reingeben. Auch bei dem ist es natürlich so, dass ich das Wasser abgieße, indem ich es eingelegt habe. Dann mixe ich das Ganze. Zuerst mal auf der niedrigsten Stufe. Da es bei der Hanfsamen nicht so viel Flüssigkeit braucht, was ich gemerkt habe, als ich es einfach mixen habe, habe ich es jetzt direkt auch gerade auf der hohen Stufe noch gemixt und schmecke es jetzt eigentlich nur noch ab. Die Konsistenz ist schon so tipptopp, also bei der Hanfsamen wirklich nicht zu viel Wasser dazugeben, um eine gute Konsistenz zu erreichen, braucht es gar nicht so viel Wasser. Gefällt mir eigentlich schon so. Die ganzen Hanfsamen geben hier natürlich einen recht dominanten Geschmack. Wenn ihr das Ganze nur mit geschälten Hanfsamen macht, müsst ihr noch weniger Wasser dazugeben, weil die tendenziell noch öliger sind und darum schon recht schnell ohne viel Flüssigkeit eine gute Konsistenz bekommen. Prinzipiell ist Hanf so ein Aufstrich, da müsst ihr wirklich den Geschmack gerne haben, weil es sehr intensiv ist. Ansonsten könnt ihr das mit Mandeln oder mit Sonnenblumenkernen mischen, um trotzdem ein feines Hanfaroma zu haben, aber ein bisschen weniger intensives. Wir sehen, ich zeige euch hier noch schnell die Konsistenz. Auch
Auch diesen Aufstrich füllen wir dann entweder in so eine Schüssel oder in ein Gläschen ab. Im Gläschen kann man das problemlos ein paar Tage im Kühlschrank abhalten. Um den Aufstich noch mal zu probieren, habe ich mir hier ein paar Pancakes gemacht und probiere das Ganze mal noch. Fein. Sehr intensiv. Leicht schärflich jetzt mit dem Chili. Aber ein mega feiner Geschmack. Ich persönlich präferiere Hanf zu mischen mit etwas anderem, wenn man den Geschmack fast ein bisschen zu stark ist. Aber wenn man gerne einen starken Hanfgeschmack hat, ist das der perfekte Aufstrich. Wir sehen hier, voilà. Sieht wirklich sehr fein aus. Hat noch so leicht ein bisschen die gröbere Stückchen drin vom nicht geschälten Hanf. Konsistenz ist eher leicht flüssiger. Jetzt kommen wir zur vierten Kreation und das ist Aufstrich mit Kürbiskernen. Kürbiskernen tue ich auch vorher in Wasser einweichen, optimal über Nacht, also 8 Stunden mindestens. Sonst könnt ihr das auch ein paar Stunden vor, bevor ihr es macht, einweichen. Bei denen macht es wirklich auch Sinn, sie einzuweichen, weil es sonst einfach keinen wirklich cremigen Aufstrich gibt oder halt einfach ein bisschen zu dünnflüssig ist. Dann brauche ich noch Olivenöl, 4-5 Esslöffel, Salz, Pfeffer und Gewürz. Ich nehme hier Kreuzkümmel. Ihr könnt hier auch anderes orientalisches Gewürz nehmen oder mediterranes Gewürz, schmeckt auch sehr fein. Nehmt hier einfach eures Lieblingsgewürz. Auch Kürbiskerne sind sehr intensiv, das heisst, wenn ihr es nicht gerne mega intensiv habt, könnt ihr das auch mit Hälfte Kürbiskerne machen und die andere Hälfte Mandeln oder Sonnenblumenkerne nehmen, die ein bisschen neutraler sind, um das Aroma ein bisschen neutraler zu gestalten und dann auch ein bisschen die Gewürze besser rauszubringen. Ich mache es jetzt nur mit Kürbiskerne, damit man wirklich auch sieht, wie die Konsistenz nachher ist und wie es wird, wenn man es wirklich mit 100% Kürbiskerne macht. Als erstes gebe ich die Kürbiskerne in einen Hochleistungsmixer. Gieße natürlich das Wasser vorher ab, indem ich es eingeweicht habe. Man kann das natürlich problemlos auch mit einem Stabmixer machen. Dann würde man es einfach in einen hohen Messbecher geben, die Kürbiskerne, oder in eine hohe Schüssel und mit einem Stabmixer machen. Wird halt nicht so schön cremig wie mit dem Hochleistungsmixer und geht auch etwas länger. Dann gebe ich das Öl mit rein, 4-5 Esslöffel. Ich mache das einfach nach Gefühl. Hier spielt es keine Rolle, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist. Und hier könnt ihr auch das Öl nehmen, das ihr wollt. Ich nehme Olivenöl. Dann gebe ich jetzt Pfeffer rein. Und einen Teelöffel Salz. Ich habe gerade entdeckt. Das ist gar kein Kreuzkümmel, das ist ein Curry. Ein Curry wäre, by the way, auch eine sehr gute Würze. Ich nehme aber jetzt hier Kreuzkümmel, wie schon gesagt. Gebe hier noch mehr Kreuzkümmel rein. Hier mache ich je nachdem, wie viel Gewürze nehmen, zwischen einem Teelöffel und einem Esslöffel pro Gewürze rein. Kommt halt auch darauf an, wie würzig ihr das Ganze wollt. Ich mache mega gerne noch ein bisschen Zitrone rein. Da presse ich hier noch den Saft von einer halben Zitrone rein. Wenn ihr es nicht so gerne das frische, zitronige Aroma habt, dann könnt ihr die Zitrone auch weglassen. Ich finde gerade bei Kernen und Samen sehr fein, ein bisschen frisches Aroma. Gleicht ein bisschen das recht intensive Aroma von der Kerne aus. Dann kommt noch ein bisschen Wasser rein. Beim Wasser schaue ich hier, dass es nicht ganz bedeckt ist, lieber ein bisschen weniger am Anfang und dann Schritt für Schritt ein bisschen Wasser dazugeben.
mix das Ganze bei den niedrigen Stufen mal vorerst. Bis es ein bisschen stecken bleibt, das Ganze. Und dann ist der optimale Zeitpunkt, um mal probieren, wie es von der Gewürze her ist, wie es von der Würze ist. Mir gefällt das sehr gut. Das heisst, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Wasser dazu. Und mix das Ganze noch mal auf der hohen Stufe. Kürbiskerne brauchen tendenziell eher ein bisschen mehr Wasser. Darum gebe ich hier jetzt noch mal ein bisschen Wasser dazu. Und mix das noch mal bei der höchsten Stufe. So, jetzt tue ich das hier gut. Ich zeige euch das Ganze mal schnell. So, dann probiere ich das Ganze noch mal schnell. Richtig schön cremige Konsistenz. Darum ist es wichtig, dass ihr die vorher einweicht, den Wasser, dass ihr wirklich die optimale cremige Konsistenz erreicht. Mega fein. Jetzt könnt ihr das entweder den Aufstrich füllt ihr entweder in so eine Schüssel ab oder in ein Gläschen. Im Gläschen kann man es problemlos auch ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Und dann fülle ich das mal ab. Hat noch einen recht schönen, leicht grünlichen Touch von der Kürbiskerne. Also farblich gesehen fast das Interessanteste. Ohne Gewürz, also das Gewürz Kreuzkümmel geht nicht so viel Farbe dazu. Interessant, hier sieht man, was für Farbstoffe hier in den Kürbiskernen drin sind. Der Kreuzkümmel ergänzt das Aroma recht gut. Ich habe das Gefühl, prinzipiell orientalische Gewürze würde passen sehr gut zu dem dazu. Zu dem Kürbisaroma. Aber eben, ich denke auch hier, mediterranes Aroma wäre auch sehr passend. Um den Aufstrich hier noch mal zu probieren, habe ich mir hier ein paar Pancakes gemacht, mit denen ich das Ganze noch mal teste. Geschmacklich. Richtig fein. Mega interessant. Ich habe noch nie nur Kürbiskernaufstrich gemacht, aber ich finde es echt angenehm vom Geschmack. Es hat für mich nicht ein zu intensives Aroma, ein feines Kürbiskernaroma. Aber ich würde das jetzt komplett auch 100% so nochmal machen. Einfach ein sehr cremiger, feiner, eher neutraler Geschmack wie jetzt Hanfsamen oder ja, eigentlich ähnlich wie Sonnenblumenkerne. Einfach mit dem Kürbisaroma, Kürbiskernaroma. Sehr gut. Da wirf hier noch wie das. Sieht auch sehr fein aus von Nöchen. Tolle Konsistenz auch. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufstrichkreation. Aufstrich aus Oliven. Ich nehme hier halb Kalamata, also dunkle Oliven, und halb grüne Oliven. Die Kalamata-Oliven sind natürlich in Salzlake und die grünen Oliven sind in Öl eingelegt. Hier könnt ihr natürlich auch nur dunkle oder nur helle nehmen. Ich finde die Kombination aus beidem und aus Oliven in Salzlake und Oliven in Öl ist einfach genial. Nehmt ihr einfach eure Oliven nach eurer Wahl. Das sind ungefähr eine Schale voll. Das geht dann eher noch etwas zusammen, wenn man Aufstrich daraus macht. Darum ist es jetzt mengenmässig etwas mehr wie bei den anderen. Dann brauche ich Olivenöl,
4 bis 5 Esslöffel, da könnt ihr ruhig aber auch ein bisschen mehr nehmen, wenn ihr wollt. Salz und Pfeffer. Und ich habe jetzt hier nur noch Majoran, aber wenn ihr Oregano habt, empfehle ich euch Majoran und Oregano zu nehmen. Ist einfach die perfekte Kombination und es ist nachher der beste Aufstrich ever. Ich nehme hier noch Knobli, das ist jetzt ein Granulat, also trockenes Knobli. Ihr könnt natürlich auch frisches Knobli nehmen, das geht problemlos auch. Als erstes gebe ich hier das Öl dazu. Ich mache das nach Gefühl. Hier spielt es keine Rolle. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr macht es ein bisschen geschmeidiger. Hier kann man wirklich, weil es ja keine Samen und so sind wie beim anderen, wo schon mega viel Öl enthalten, kann man da ruhig auch ein bisschen mehr Öl reingeben. Salz braucht es gar nicht. Hier ist jetzt, weil ich in dunkle Oliven in Salzlake habe, braucht es gar kein Salz. Habe ich mich jetzt gerade besinnt. Wenn ihr natürlich Oliven habt in Öl, die an sich nicht so salzig sind, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Salz dazugeben. Ich finde, das reicht voll mit dem salzwürzigen Aroma der Oliven. Gebt hier meine Gewürze rein, Oregano, Majoran. Und ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Knoblauch. Und mix das Ganze auf der niedrigsten Stufe. Ihr seht, wir brauchen für diese Kreation kein Wasser. Ihr könnt natürlich auch Wasser dazu nehmen, aber ich finde das nicht passend. Wenn ihr das kombiniert, zum Beispiel mit Sonnenblumenkernen, oder eine andere Somenkerne, dann kann man natürlich ein bisschen Wasser noch dazu tun. Aber wenn ihr nur Olivenaufstrich macht, nehmen wir einfach Öl. Mixen das Ganze jetzt bei der niedrigen Stufe. Und wenn es nachher noch nicht genug flüssig ist, kann man auch noch ein bisschen Öl dazu tun, bis es halt die gewünschte Konsistenz erreicht. So, das lenkt man schon. Der Vorteil an Oliven verglichen zu Samen und Kernen ist natürlich, dass es tendenziell eine feuchtere Grundkonsistenz hat. Das heisst, so viel Flüssigkeit, wie ihr seht, braucht es gar nicht. Eigentlich mit der gleichen Menge Öl, die ich auch zum anderen dazu getan habe, habe ich schon eine gute Konsistenz bekommen. Schmeckt einfach himmlisch. Es ist einer der besten Aufstriche, die ich mache. Also wirklich, gefällt mir. So mega gut. Ich zeige euch hier noch schnell, wie das aussieht. Wir sehen, es ist nicht ganz so ein dunkler Aufstrich wie vielleicht andere Olivenaufstrich, weil es eben noch die helle Olive drin hat, aber eben himmlisch vom Geschmack. Also wirklich so ein feiner Aufstrich. Dann können wir den Aufstrich entweder in eine Schale oder in ein Gläschen abfüllen. Im Gläschen kann man den auch im Kühlschrank für ein paar Tage aufbewahren. Fülle den mal ab. Ich könnte das natürlich, wenn der Wand auch noch feiner mixen. Ich finde es noch fein und optimal für die Konsistenz, wenn es nicht ganz fein ist und cremig, sondern eben noch so ein bisschen feine Stückchen drin hat. Das ist aber Präferenzsache, das könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Wir können es natürlich auch weiter mixen und dann wird es problemlos auch ein bisschen cremiger noch werden. Wer das lieber hat, kann das auf jeden Fall auch gerne machen. Ich habe mir hier extra ein paar Pancakes gemacht, um das Ganze nochmal zu probieren. Und probiere jetzt den Olivenaufstrich noch auf einem Pancake. Das ist auch mein Lieblingsaufstrich. Es ist einfach so etwas Feines. Und wenn du dann einen veganen Käse oder einen veganen Mozzarella dazu. Boah, genial. Es ist einfach
so eine feine, natürliche Würze von den Oliven, weil es natürlich in Salzlake gelegt sind, die einen. Einfach mega fein. Ich zeige euch das hier noch. Von euch. Sieht einfach so fein aus. Mm. Und schmeckt so rein. Konsistenzmäßig. Gefällt mir auch sehr gut. So, jetzt sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Hier sehen wir jetzt all die feinen Aufstriche. Nicht so farbenfroh wie beim letzten Mal. Aber trotzdem hat es dort Gewürz eine sehr schöne unterschiedliche Farbe gegeben. Wir haben hier einmal einen Mandelaufstrich, einen feinen Sonnenblumenkernaufstrich, Hanfsamenaufstrich, Kürbiskernaufstrich und Olivenaufstrich. Das war es mit Part 2 vom Aufstrich natürlich kochen Basics Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr eine von den Kreationen ausprobiert habt oder noch besser, wenn ihr eure eigene Kreation gemacht habt daraus. Mich würde es mega interessieren, was ihr daraus macht. Teilt das Video auf jeden Fall mit jedem Kochbegeisterten und abonniert den Kanal, das würde mich mega unterstützen und ihr werdet so auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Dann wünsche ich euch noch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video.